Genau. Money. Ja, schon hier. Weiß nicht, was passiert ist, du. Irgendwie ist mir ein bisschen komisch. Ja auch. Ich hatte einen total schlechten Traum. Du auch? Ja, einen ganz verrückten Traum. Über. Ey, ich... Okay, ohne Scheiß. Wir waren hier. Ey, guck mal, hier. Wir haben sogar abgefüllt. Die stehen ja hier. Ja, okay. Und dann war... Warte mal. Ich muss mal überlegen. Krieg ich das noch zusammen? Da bin ich da. Oh, wie hieß denn dieser kleine... Die kleine Frecker hier, der Schreihals, den nur klatschen kannst. Ja, hier, Kevin. Och, Kevin. Oh, nee. Ja, Kevin. Benedra und Kevin waren da. Und irgendwie... Ich weiß auch nicht so richtig. Warte mal, was war noch? Ach, du hast den Kevin ja irgendwie was zu trinken gegeben. Ach so, ja. Und dann ist er mit sollte der das Auto... Oh, guck mal, hier steht das Auto sogar noch. Da sollte er das Auto hier holen von Benedra. Und dann kam der hier angebraust. In seiner jugendlichen Leichtsinn. Wahrscheinlich auch betrunken und ist irgendwie in unseren Bauwagen eingefahren. Ja, genau, ich erinnere mich da. Und zack, die Bohne war mal weg. Ich weiß nicht mehr. Ey, total komischer Traum. Total komischer Traum. Ganz, aber hier ist alles ganz, gell? Kannst du nicht sagen. Also nicht vorbei. Ja, alles gut. Und jeder, sein Auto sieht auch gut aus. Ne, ist doch dibidobi. Na, ey, ich weiß nicht. Also ich fühle mich schon ein bisschen komisch, muss ich alles sagen. Vielleicht wär ich krank. Naja, haust mal die Hackschnitzel her. Dass wir hier ein bisschen weiter abfüllen können, weil da will ja seine 10. Seine 10 Paletten Pellets und ja immer Pressplatte. Nee, weiter hinter, nicht hier. Ja. So, warte, noch ein Stück, ich dirigiere. Noch ein Stück. Noch ein kleines. Stopp! Alles klar, stopp! Oh, Günther. Meine Fresse, das Ding war teuer. So, sagte. Schöne Einwandfrei. Günther ist ein Traum. So. Einmal anmachen. Einmal laden und wir erstellen weiter. Willst du hier ein bisschen das Maschinchen bedienen und ich fahre schon mal ins Regal oder wie wollen wir es machen? Ja, habe ich noch nie gemacht. Das würde ich mal gerne machen. Na komm, dann bedienen wir das Maschinchen. Musst du mal gucken. Stehst du ein paar Knöpfe? Du drückst den roten zum. Da macht er die Paletten und der blaue ist hinten rausfahren, gell? Ah, ja. Und den blauen nochmal fährt er wieder rein. So. Okay. Ne, alles klar. So. Aha. Auf geht's. Aber. So, na gut. Wollen wir doch mal gucken, ob wir das hier hinkriegen. Erstmal hier mal unser Regal mal ein bisschen einweihen. Ja, das wäre natürlich mal was, du. Ja. Warte mal, was machen wir mit der eben Palette hier, mit den Pellets, mit den Angefangenen? Ich meine, die sind ja auch schon eben mal nass geworden und alles, gell? Ich weiß auch gar nicht mehr, ob die richtig gehen. Die hauen wir und benedern einfach als kleinen Schmangel oben drauf, hä? Fertig ist. Da kommt's gerade raus. Oh, ich hab nicht geguckt. Nun, der drückt einfach nochmal blaue! Oh, ich war blöd. Mensch, hab ich doch gesagt. So, mal gucken, wie die neue Gabel geht hier seit der Rückrufaktion. Ja, vielleicht bestimmt nicht besser, oder? Naja, doch, geht ein bisschen besser. Erstmal. Dass die alle aber auch so auf die Tschechen schimpfen, gell? Ich verstehe das auch noch nicht so richtig. Soll ich nochmal ein paar Hackschnitzel holen, du? Was wollen wir holen? Noch ein paar Hackschnitzel, das reicht nämlich immer noch nicht, du. Ich wieder alle eingezutscht. Ja. Na dann, hol dir noch ein paar. Mal gucken, mal was schön rein. Der kann man nicht sagen. Ich kann noch ein paar besorgen. Da oben haben wir noch was. Wir müssen auch mal gucken, ob der oben hier da. Wie ist er denn hier oben? Ja, du meinst den Pfeiffer mit der Pressplatte. Ach, der Pfeiffer, genau. Mit den Pressplatten, da müssen wir mal gucken, ob der schon mal eine Pressplatte fertig hat. Auch. Ja, da oben ist schon eine fertig. Ist eine fertig, Quatsch? Eine ist fertig. Ach, ich war blöde. Ja. Na dann. Können wir auch schon abholen, du. Na klar, brauchen wir auch. Ja, da können wir doch. Warte mal. Immer hier, da wollt ihr 10 Paletten. Naja. Da können wir freilich, da rufen wir den dann an, wenn das fertig ist, gleich, zack. Und dann kann er das abholen. Aber wisst ihr, was wir noch nicht gemacht haben? Wir haben noch gar nicht über den Preis gesprochen mit dem. Stimmt doch. Ja. Vielleicht sollten wir da ein bisschen mehr rauskitzeln, damit wir mal vielleicht unseren stationären Häcksler mal endlich leisten können. Was meinst du denn? Boah, Alter. Na gut, warte mal, ich ein bisschen was haben wir noch auf dem Konto, gell? Ja. Wie viel kostet der? Hast du mal geguckt? Ja, der stationäre kostet irgendwie 168.000. Alter Schwede, ey. Ja, da habe ich mir auch gedacht. Na, guck an. Mal eben richtig schauen. Ich habe nämlich den Flyer, aber immer mir in den Hosentäschchen, du. Haben wir denn jetzt hier die Seite? Da.
Nee, 133.000. Oder? Fällt mir gerade nicht ein. So, 133.000 Mücken. Naja, klar. Alles klar. 133.000. Naja, cool, das ist gar nicht so viel. Gehen wir mal überlegen. Müssen wir mal, ja, müssen gucken. 7.500 kriegt man für die Presspalette. Was? 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 Bin ich? Ja, eine Palette, Junge! Da muss mehr kommen, doch. Ja, gut, eine Palette, ja. Guck mal, ja, 7.500. Und da haben wir sogar gesagt, wenn er dann, ja, wenn das passt, wenn er mehr abnimmt, da gehen wir ein bisschen runter. Ja, ja, genau. Ja, naja, okay. Mal gucken. So, warte mal. Hier unser Warenausgangsregal. Aber die neue Folie ist nicht schlecht. Schöne nein, du weißt, was ich meine, gell? Eine Folie? Welche Folie du? Na, hier für die Pellets, ja. Drum. Ach so. Schön, ne? Die ist also schön, die eine... Ich weiß jetzt auch nicht so richtig, ja, mit der Palette, was da los ist. So. Das haben die alle auf die Tschechen geschimpft. Doch scheiße, ist auch nicht besser hier. Auch nicht besser? Ne. Kann ich mir gar nicht vorstellen, das ist noch deutsche Handwerkskunst, da muss laufen. Ja, mit sie haben sie mit der Hand geschmiedet oder was? Ja, beim Schmiedtuch habe ich gesehen, wie die das gemacht haben. Na klar, da vorne die Zinken breit gehauen, gerade wo du reinguckt hast zum Fenster, he? Ja, ja. Mm, so siehst du aus, Günther. So. Zack, die Bohne, tun wir das hier auch noch einer auf. Und. So. Was denn wieder? Da, hast du noch ein paar Hackschnitzel kriechen können? Ja, habe ich. 6.000 hatte ich hier noch kriegen, du. 6.000 Liter. Passt. So, pass auf, dann können wir hier erstmal. So, mal gucken. So. Oh, der ist ja leer! Ja, ja, deswegen, du. Da muss jetzt schnell was rankommen. Aber ich bin schon dabei. Wir haben hier überall im Wald, haben wir noch die Schnitzel auch noch umfliegen. Können die noch aufsammeln, du. Ja, da ist aber das Problem. Das Problem ist ja, warte mal. Schmeiß doch mal in die Scheiße, ja. Das Problem ist aber, dass die, ja, wir müssen es aufsammeln. Das ist ja noch so ein kleines Gerotze. Oh. Was ist denn wieder? Ein bisschen den Hänger zerschrammt, du. Ach, du bist ja ganz um! Ja, ja, klar, ich muss das da ja rum. Na, warte mal, da fahr ich derweile, da fahr ich mal mit dem Anhänger auf und holen wir gleich die Presse, hier Dings mit runter. Das ist eine gute Idee, du. Ist auch eine fertig, ja? Oder eine ist fertig, jo. Der produziert doch immer nur eine. Die andere Palette muss dann erstmal da weggenommen werden, sonst läuft da nichts. Ich glaube, das sind faule Menschen, du. Aber ich sag dir eins, Günther. Denn? Da müssen wir auf jeden Fall, da müssen wir ein bisschen voraus. Also da muss was gehen. Also da ja, müssen wir ein bisschen was auf Tasche holen. Wenn der Beneta das da hinkriegt mit der Musterpalette und ja, der will ja, oh, Alter. Da müssen wir da ein bisschen. Stell dir vor, der will hier 20, 30 Paletten oder was weiß ich, keine Ahnung. Ach, das ist immer wahr. Können wir nie liefern. Da reinhauen, du. Ja. Wir brauchen viel Hackschnitzel, also da. Einiges rein, du. Na klar. Oh. So. So. Hier ist leer, du. Komm, häng an, das Ding da, mein Gott, da. So. 6.838 Liter habe ich jetzt hier im Hänger. Ja. Bring die noch schön runter. Da ist auch nichts mehr, du. Oh je. Ja, wie gesagt, ey, du hast recht. Ich gebe dir vollkommen recht, Günther. Ich gebe dir vollkommen recht. Der Hackschnitzel, der stationäre Hacker, das wäre schon ein Träumchen. Das Ding. Das sag ich dir, du. Würde gut in die Firma passen. Mach doch was her. Wenn mal Kundschaft kommt und alles, zack, hast du ja, ne? Kannst du nicht sagen. Das Problem ist halt einfach, das Ding ist so teuer. Das ist das. Aber, ich sag dir, nicht mal lange, nicht mal lange, Günther. Nicht mal lange. Ja, denke auch. Das, unsere Firma wächst ja, ne? Die wächst ja. Klar, wir expandieren noch. Stets und ständig, stets. Ne? Wegen, das läuft, du. Bei uns ist selbstständig, steht selbstständig noch in einem ganz anderen. Ne? Ja, sicher. Wir machen alles selbst. Und das ständig. So, ja, auch hier, gucke. Okay. Ah, moin, Manni, du. Alles klar, Günther. Alles klärchen. Ne?
So, ich suche hier die ganze Zeit. Irgendwo hier am Traktor hatte ich mir ein paar Lutschbonbons hingelegt. Denkst du, ich finde die? Lutschbonbons? Ja, ich finde hier keine Lutschbonbons. Oh Mann, ich hatte da ein bisschen rumgenascht. Ich weiß auch nicht. Oh Quatsch, hast du schon wieder alle aufgefressen? Oh, das kann doch nicht sein. Günther, du sollst dich, das ist doch nicht umsonst Lutschbonbons. Du sollst dich, das sind. Wisst ihr, wenn da Schluckbonbons draufstehen würde, könnte ich ja verstehen. Aber. Ich hab die gekaut, du. Ach, gekaut. Deswegen holst du ja ständig Pfeffis aus der Verankerung. Junge, weil das Lutschbonbons sind und keine Kaubonbons. Sag mal, wo der Pfeifer, wo denn da die Ballette stehen? Hinten, du, hinten. Ach ja. Also, wenn du vorstehst, links an der Seite. Das ist ja blöd. Ja, da ist kein automatischer Schieber. Ich glaube, das haben sie vergessen beim Einbauen, du. Musst du jedes Mal von der Dinge nehmen. Ja, warte. Ich glaube, wenn du so weitermachst, brauchst du auch schon mal einen Schieber. Verstehst du? Na, egal. So, Günther, ich versuche mal hier die eine Ballette jetzt hier zu... Oh, scheiße, die Wand an, ey. Alter, haben die das hier eingezwängt? Sag mal, wir hatten das Ding hier hingestellt. Aufgebaut, meine ich. Das ist doch genau die Laterne auch im Weg. Oh, nee. Ja, das, den müssen wir mal fragen, ob der das ernst meint, ja, wie er das meint mit seiner Verladezone. Also sicher. Gehen's. Ich sitz gerade im Traktor. Kannst du mal ein bisschen rüber gehen? Ja. Hast du wieder Frauenbesuch bei dir? Nee, ich hab gerade hier, warte mal, ich hab gerade ein WhatsApp warte mal, geh mal rüber. Warte mal, muss ich mal kurz aussteigen. So. Und schon mal darüber! Ich seh nicht! So. Da. Oh, wer hustet denn da bei dir, du? Ich hab keine Ahnung. Hörst du das? Ja, der Tor. Boah, Alter. Pfeifer. Hast du... Au. Die Palette, da gehen wir an die Leistungsgrenze, mein Freund. Alter, ist das Zeug schwer. Oh, nee, ehrlich jetzt. Ja. Alter. Ich such, aber wie gesagt, ich hatte hier Lutschbonbons im Traktor. Ich finde die nicht. Das gibt's doch gar nicht. So. Ach du Scheiße. Und ich habe hier schon Gewicht dran, gell? Günther, was ist denn mit der Bahnschiene? Ist hier von der Disco. So, Günther, was los? Ja, die Maschine läuft wieder. Paletten wird gemacht, du. Ist denn hier Milch oder was? So. Na gut, ich bring die eine Palette mit, aber also, das ist Hardcore hier, Alter. Das ist Hardcore. Die Paletten. Findest du? Ja, ist Hardcore. Da haust du auch, sag ich mal, 4 Stück auf dem Anhänger, gell, und da kann es passieren, 2 Achsen brechen. Oh je, so schlimm. Ja, ja. So, naja, 3 Spanngurte werden schon reichen. So. Oh Mann, hier hast du ein schönes Regal geräumt, du. Ne, aber hallo! Oh, dick ist das? Na klar. Das sind unterschiedliche Tüten hier. Das sind doch unterschiedliche Tüten. Was ist hier los? Na, was für Tüten? Ja, die von den Pellets sind unterschiedliche Tüten. Ach Quatsch, auch. Wie meinst du das jetzt? Zwei paar verschiedene Tüten. Ach so, ja. Hier, du meinst die Außenverpackung? Jo, jo. Naja, ich hab doch. Ach Mensch, ich hab das Alter erst leer gemacht, ja, bevor ich den neuen Rollen drauf hab. Ja, ja, gut, hast ja recht. Boah, ey, wenn du das schon merkst, Alter, im D. Ich merk das da bei denen noch nicht. Na gut, ey, ich sag dir eins, ich komm jetzt runter. Bauwagen, ja. Feierabend. Ich hab keinen Bock mehr heute. Ja, dann komm ran, du. Nee, ich hab auch keinen Bock mehr, die ganze Zeit, verstehst du, hier rumzufahren. Ich suche hier seit einer halben Stunde, Günther. Und da red man auch mal ein ernstes Wort im Bauwagen. Such schon meine Lutschpastellen. Ne? Im Scheißtraktor. Ich hab die in der Ablage rein und du frisst mir jetzt mal das Zeug weg. Saufst dein Bier? Ja, du hast es ausgetauscht gegen alkoholfrei, du. Ist nicht ausgetrunken. Ja, aber ausgetauscht. Wo sind denn die richtigen Bomben, ne? Die gibt's nur noch auf Zuteilung, mein Freund. Ja, du übertreibst. Weil nicht mal meine. Hör auf, meine. Günther, hör auf, meine Lutschpastillen zu essen. Ich mach da keinen Spaß mehr mit. Ja. Und die sind so lecker. Günther, hör auf. Du kaufst immer die guten. Ja. Warum, du? Weil die mir schmecken. Kauf dir eigen. Sag mir auch einfach, Manfred,
bring mir doch mal bitte auch ein paar Lutschpastillen mit. Zack, fahr ich doch nicht. Wenn ich hier das nächste Mal in der Kaufhalle bin, hole ich dir eine Packung Lutschpastillen mit. Nee, was machst du? Frisst du meine? Und das jedes Mal. Ich hab ja eigene, aber meine alte, die packt immer nur die von Jahr ein. Die billigen da, die mag ich nicht, doch. Ja, schön. Da merkt man den Kunststoff. Und dann denkst du auch, frisst du die von Günther, von Manfred oder was? Ja, von Manni, die Lutschpastillen sind am besten, doch. Nee, das läuft nicht mehr. Der Zug ist abgefahren, mein Freund. Der Zug ist abgefahren. Oh je. Siehst du ihn im Hintergrund, am Horizont, wie er gerade verschwindet? Das Ding ist durch. Der Zug ist weg. Keine Lutschpastillen von Manfred mehr. So, oh, okay. Dass du Bescheid weißt. Jetzt hab ich die Schnauze voll, bevor ich mein Bauwagen bin. Scheiß Gummistiefel drücken auch schon die ganze Zeit. Mann. Ich hab dir doch gesagt, wenn du die mit Stahlkappe nimmst, nimm eine Nummer größer. Aber du wolltest Arbeitsschutz geht alle an. Ja, ja, aber trotzdem musst du dann eine Nummer größer nehmen, du. Ach so, eine Nummer größer hast du. Ja, ne, hast du aber recht. Allein, so, allein schon mal. Im Winter, wenn du dicke Socken an hast, so. Weißt du, wie kalt es bald wird. Ja, das sieht doch gut aus. Ladung steht. Was sagst du? Dicke Socken? Naja. Socken. Naja, ich hab's ja probiert mit ein bisschen dicken Socken, aber das kannst du auch vergessen. Da schaue ich mal unten alles auf, da kriegst du Blasen. Hühnerfüße hier. Ach so. Ah, ja. Oh, oh, oh. Oh, wir haben doch hier einen Häcksler, du. Na, aber so ein ganz kleinen, ja. Da kannst du hier ein paar Tannenzapfen kannst du sammeln und einen schmeißen. Das wohl war, du. Ja, hm. Ja, das ist schon Gestrüpp wieder fertig. Das ist doch noch fürs Gestrüpp. Wir haben nur zwei Paletten fertig gekriegt, du. Zwei, vier. Haben wir erst sechs. Na, sechs ist aber schon mal mehr wie eine. Guck mal, was ich mitgebracht habe. Boah, wunderbar, du. Ja, ist nicht wunderbar. Also, nächste Mal müssen wir mehr Hackschnitzel noch besorgen. Ja, auf jeden Fall, du. Wir brauchen da halt. Schön hier vorne, ganze Kühler ist weg, Schwablöde. Kein Mikrofon vorbei. So. Mal, ich mach mal eben hier die Maschine auf. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hör gar nichts! Da. Nee. 1, 2, 3, 6. Ja. So, jetzt. Auf geht's. Warte mal, hast du den Jolly noch an? Nee. Oh, meiner war noch an. Komischerweise. So, nein, in die Hütte, ja. Brett rein. Paar Blündchen. Tschüss. Tschüss.